So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und wer gestern Abend den Karnevalstream gesehen hat, der weiß Bescheid. Ich habe versucht, mich zu verkleiden. Ich wollte mir eine Perücke raussuchen und so weiter. Ich habe gedacht, okay, du bemalst dich ein bisschen. Jetzt war ich extra nochmal im Rewe, habe Gesichtsmalfarbe gesucht. Es gab natürlich keine. Vielleicht zu spät, vielleicht haben die nie was. Sachen wie Pfennigpfeffer und so haben sowieso nicht auf. Jetzt habe ich mir einen Deckfarbkasten. Einen Deckfarbkasten, ne? Mit einer blöden Krabbe drauf, Alter. Krabi, das ist nicht mal ein Event-Pokémon. Ich möchte euch heute nämlich mal zeigen, was ich für Probleme hatte, überhaupt mein Kostüm anzufertigen. Denn nachdem ihr den Deckfarbkasten kauft, der übrigens nicht fürs Gesicht geeignet ist, und den Deckfarbkasten mitnehmt und aufmacht, seht ihr zwar Farben, aber ihr habt keinen Pinsel. Jetzt stehe ich eh unter Zeitdruck, weil es ist gerade 17:20 Uhr, 17:50 Uhr, 55 fängt der Stream an. Ich muss mich noch fertig machen und ich habe keinen Pinsel. Da ist kein Pinsel drin, nichts. Jetzt habe ich die ganze Wohnung durchsucht. Ich wollte erst eine Zahnbürste nehmen. Jetzt habe ich gedacht, guck mal, ein Pinsel, so ein Malerpinsel. Deswegen werde ich jetzt einfach versuchen, den Malerpinsel zu nehmen dafür. Aber das mit dem Licht gefällt mir noch nicht. Ich habe das Handy hier hingestellt, weil es im Raum an sich einfach mega dunkel ist. Vielleicht kann ich das irgendwie anders noch aufbauen. Ungefähr so, dass das Licht mehr auf mich scheint und nicht so von der Seite kommt. Ich darf mich halt nur hier nicht bewegen, so im Schatten. Wir versuchen jetzt mal mit dem Malerpinsel und der, ich habe hier Wasser drin, ne? Das ist Wasser. Kann man auf jeden Fall trinken. Versuchen wir jetzt mal hier. Ja, was nehmen wir denn? Ich will eigentlich blau. Da gibt es ein helles Blau, da gibt es ein dunkles Blau. Wir nehmen mal das hellere Blau von beiden, weil das Blau sieht richtig gut aus. Ich werde mal die Brille abziehen. Ich werde jetzt hier anfangen. Außerdem gibt es noch eine Klopferbox Feigling, aber die ist dann halt für den Stream, weil das Karneval-Event in Pokémon Go wird gestreamt. Und da will man sich natürlich gut vorbereiten und anschließend in der Aftershow-Party eine Trade-Session. Und in der Trade-Session möchte ich für jedes Glücks-Pokémon, was kommt, einen kurzen trinken. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist, wenn man sich das versucht hier hinzumalen. Ich setze lieber doch die Brille auf und gucke erstmal, ja. Erstmal gucken und am Ende dann vielleicht die Brille ab und den Rest. Wir wollen auf jeden Fall hier die ganze Stirn mal einmalen, anmalen, irgendwas. Ich glaube, das wäre sinnvoller gewesen. Ich hätte den Spiegel genommen, weil ich einfach überhaupt gar nichts erkenne. Aber egal, wir klatschen das jetzt mal hier drauf. Ihr wisst dann eh nicht, was das sein soll. Alter, das ist voll behindert. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Das heißt, ich klatsche es mir hier hin und ich habe keine Ahnung. Ich muss das mal mitnehmen. Ich muss mal vor den Spiegel hier. Vom Spiegel sehe ich was, aber vom Spiegel habt ihr kein Licht. So, ich male mich mal hier an. Wunderbar. Adi, du bist der Beste. Du hast es geschafft. Oh, ist das ein Dreck? Jetzt nehme ich das mal hier mit. Ihr seht, was für ein Stress, wenn einfach nichts passt. Wir legen das mal hier unten in und versuchen mal, wenn ein das noch irgendwie anleuchtet. Das müssen wir trotzdem hier drüben hinhauen. Das müssen wir trotzdem hier reinpacken und jetzt einfach mal versuchen, alles Stück für Stück anzumalen. So. Schön das Gesicht runter, wunderbar. Eigentlich reicht es ja an den Stellen, wo man Haut sieht, oder? Man muss ja jetzt nicht die Nicht-Haut noch anmalen. Ich habe eh keine Ahnung, was das werden soll. Also ich habe eine Vorstellung, was das werden soll. Aber ich glaube, das wird nicht ganz so, wie ich das möchte. Malt euch auf jeden Fall schön die Farbe ins Auge, dass ihr blind werdet und nichts mehr seht. Und nochmal auf die Nase. Okay. Nein, das ist keine Blue Man Group. Auch wenn es vielleicht so aussieht. Ich glaube, ich brauche noch mal ein Spruzwasser. Nur einen kleinen Spruzwasser.
Es nimmt halt keine Farbe an durch den Bart, ne? Das ist halt das Problem. Egal, es muss ja auch nicht so übertrieben sein. Mal einfach noch fünfmal drüber überall. Die Lippen an sich müssen eigentlich auch nicht blau sein. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ich habe jetzt das so blau. Und eigentlich müsste ich jetzt die Hand wechseln. Und auf der anderen Seite ist das auch blau, aber hier irgendwie weiß. Das heißt, ich muss den Rand noch blau machen. Machen wir mal so neben dem Auge. Neben dem Auge, das muss auch blau sein. Ich habe eine bestimmte Vorstellung. Ich will euch dann mal gucken, ob ihr dann wisst, wer das ist oder was das sein soll. Aber dazu müssen wir jetzt erstmal den Rest blau machen. Hier unten von den Sachen. Und ich habe eine Tube Deckweiß am Start. Das geht, glaube ich, hier oben über den Haaransatz. Das passt noch, ja. Und dann machen wir es hier rüber. Ey, das sieht so schön. Ah, die geht doch nicht vors Licht. Das sieht so dumm aus. Irgendwie gefällt mir die Farbe immer besser. Und jetzt bräuchte ich theoretisch Deckweiß. Aber Adi im Waschbecken macht sich auf jeden Fall nicht so gut. Nehmen Sie einfach mal Deckweiß. Wir stellen euch mal kurz hier hin. Ungefähr so. Versuchen mal mit dem Deckweiß irgendwas zu arbeiten. Wer kommt hier auf die Idee mit Deckweiß? Deckweiß, das ist so heftig der Boss. Das heißt, das Deckweiß bringt jetzt einfach alles um. Ich lege das nochmal hier her. Wie sieht das aus, wenn wir das an die Stirn machen? Oh mein Gott. Ja, es ist zwar deckweiß, aber natürlich mal das jetzt, weil der Pinsel doch blau war, alles blau. Ich werde versuchen, dann am Ende mal ein Bild einzublenden, was das darstellen soll. Hier noch ein bisschen irgendwas. Wir schmieren es einfach direkt ins Auge. Solange das Auge zu ist, dürfte das ja kein Problem sein. Jetzt um das Auge, aufs Auge. Einfach nur alles zulassen. Hey, hier ist gut aus. So. Es wirkt schon ein bisschen, naja, es wirkt total dumm. Es ist auf jeden Fall richtig dumm. Es ist dümmer als dumm. Es deckt auch nicht. Hier unten ist es auch behindert. Und im Endeffekt, also so ein bisschen kann das jetzt drin bleiben. Da sollte so ein weißer Touch rein, während das Außen natürlich trotzdem blau ist. Irgendwie fängt mein Auge auch gerade an und wird einfach nur fest und dick. Egal. Das soll ja nicht schön sein, ne? Das soll ja nur selten sein. Wir haben das jetzt hier, das glänzt überall. Das muss jetzt ein bisschen trocken werden, deswegen brauche ich noch ein bisschen Zeit für mich. Den blöden Kasten stellen wir mal hier rüber. Das waschen wir mal kurz aus. So, wunderbar. Und dann würde ich sagen, dieses Scheißlicht hier, das geht doch auch ohne, oder? Ja, das ist komisch. Selbst wenn man das so sieht, erkennt man einfach halt überhaupt nichts, weil es schon wieder zu dunkel ist, weil alles kurz vor nackig immer sein muss. Der Pinsel ist ausgewaschen. Ich werde mich gleich in den Stream begeben. Ich werde mir noch eine Perücke suchen. Und vielleicht mit der Perücke kann man es dann besser erkennen. Mir ist einfach nichts Besseres eingefallen. Stell dich mal kurz hin. Ja, dumm. Dumm, sinnlos, keiner weiß, was es sein soll. Guckt euch das an. Blue Man Group, egal. Ich mache mal das Licht hier aus. Ich melde mich gleich zurück mit Perücke, ne? So, ich bin jetzt eigentlich fertig mit Schminken. Ich habe jetzt nochmal das Weiß rausgekramt, habe das nochmal hier auf die Gesichtshälfte aufgetragen. Guckt euch das an. Wer es jetzt immer noch nicht erkennt, dem kann ich es nicht übel nehmen. Außerdem habe ich mir hier so einen alten Humpen rausgesucht. Den habe ich damals beim Wrestling immer angezogen. Jetzt bin ich hier rein, habe ordentlich gedrückt. Jetzt ist die ganze Seite hier aufgerissen und das alles guckt raus. Also guckt da nicht hin, Video ab 18. Und ein was fehlt noch, nämlich der hier. Den setze ich fix auf.
So, jetzt müsste das eigentlich gehen. Jetzt guckt euch das an. Wer ist das? Erkennt man den? Erkennt man den nicht? Das ist Mel Gibson, Mann. Das ist doch eindeutig, oder? Das ist doch Braveheart. Wer kennt das nicht? Ihr kennt Dragonheart? Ihr kennt Braveheart. Das ist Mel Gibson von... Ja, egal. Ich sag nichts dazu, wer das ist. Ich lade das Video hier mit dem Making-of zu dem Verkleiden einfach am nächsten Tag hoch. Und mal gucken, ob jemand im Chat erkannt hat, was das sein soll. Ob jemand die richtige Lösung geschrieben hat. Ich weiß noch nicht, was ich mit meinen Haaren machen soll. Ob ich die jetzt so nach hinten fallen lasse und so da sitze. Drachenlord! Oder ob ich einfach normal drin sitze, die Haare vor. Das wird sich wahrscheinlich alle 5 Minuten ändern. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ich habe das Beste draus gemacht. Mit Deckweiß ins Auge, ohne Gesichtsmalfarbe, einfach nur irgendwas genommen. Also super Sache, oder? Guckt euch das an. Richtig genial. Gut, das Blau sieht doof aus. Ich hätte mir den Bart abrasieren müssen, dass da die Farbe noch hingeht. Und vielleicht hätte ich auch das Dunkelblau nehmen sollen. Aber das ist die Original Braveheart Farbe, deswegen wird die genommen. Ali, sagst du, sitzt Angst, wenn da die Haare kommen und dich angreifen? Haare! Haare! So, der Adi ist. Der Adi geht mir an die Haare. So, tschüss! Peace out, Vorhaut, euer Ramses natürlich. Richard!